das sind die geilsten Reviews, die ich je in meinem Leben gesehen habe. www.youtube.spoilers. Also da ist dieser Typ namens Wilhelm von Assi. Und der behauptet, er sei ein Assi. Aber immerhin hat er doch Geld und eine Wohnung und einen Job. Wenn er ein Assi ist, dann bin ich das. Und die Reviews, die der macht, sehen aus wie die Bum-Reviews. Moment, Bum-Reviews? Das bin ich. Hooray. Und jetzt kommen so viele Leute, die sagen, er würde mich kopieren. Aber schauen wir uns das doch mal genau an. Er ist bei weitem nicht so schön wie ich. Ich war mal ein Model für kurzärmelige Secondhand-Hemden. Und er ist nicht so schlau wie ich. Ich habe damals die Schwerkraft erfunden. Auch wenn Isaac Newton das niemals zugeben würde. Und der hat weniger Sex-Appeal als ich. Na gut, so ziemlich alles hat mehr Sex-Appeal als der. Im Grunde ist dieser Assi doch Kacke. Und ich bin es nicht. Also ist er keine Kopie. Und jeder, der das behauptet, findet die Bum-Reviews scheiße. Denkt mal drüber nach. Aber wenigstens lebt dieser Assi in einer schönen, warmen Wohnung. Auch wenn er das niemals zugeben würde. Niemand gibt mir etwas zu in dieser Welt. Ich bin Chess Rainbaum und sage... Kleingeld! Hast du mal ein bisschen Kleingeld? Oh, komm schon, ich werde doch noch einem Mann helfen. Gott sei Kleingeld! Und dann könntet ihr wenigstens für mich fürsprechen beim Patentamt, damit ich das Patent auf die Schwerkraft noch kriege. Mann, mit der Kohle könnte ich mir auch eine schöne warme Wohnung kaufen. Moment, dann wäre dieser Typ aber wirklich der größere Assi von uns beiden.